Wir schreiben das Jahr 5 nach Christus. Augustus ist unser Kaiser. Wir stehen mittags auf dem Forum Romanum. Der Senator Flavius sucht mit seiner Frau Flavia den Sklavenhändler seines Vertrauens auf. Salve, Mercator. Salve, Senat. Et salve, Domina. Ihr seht heute aus wie Venus. Was haben Sie denn heute für mich im Angebot? Nur die beste Ware. Also, ich suche einen Sklaven für die Arbeit und meine Frau sucht einen für die Küche. Oh, Amiki, ich habe auf euch gewartet und etwas Exotisches aus dem Orient und das Beste aus Germanien für euch. Venite. Dieser Sklave hier stammt aus Britannien. Er wurde vom letzten Eroberungsfeldzug von dieser Insel im Norden mitgebracht. Er ist groß, hat lange Beine, kann also schnell rennen und ist stark. Aber er ist leider nicht so intelligent. Diese zwei Sklavinnen sind die schönsten Germaninnen, die ihr auf dem ganzen Markt finden könnt. Sie können gut kochen, wissen, wie ein Haushalt zu führen ist und gehorchen sehr gut. Nun zeige ich euch aber noch meinen Schatz. Und das ist dieser Sklave dort aus dem Orient. Er wurde dort in Ägypten nur mit einem Lendentuch bekleidet in der heißen Sonne gefunden. Er ist ein wahres Arbeitstier, kann stundenlang schuften, ohne auch nur die Miene zu verziehen. Das wäre der perfekte Sklave für euch. Er würde nämlich gut, nicht nur gut arbeiten, sondern euch vor euren Freunden auch noch hohes Ansehen bereiten. Was soll er denn kosten? Ihr müsst verstehen, für solch ein Sahnestück unter den Sklaven ist nur ein hoher Preis gerechtfertigt. Also ich biete 20.000 Sesterzen. Dafür gebe ich ihn nicht her. 25.000 Sesterzen. Dann will ich ihn nicht. Also die zwei Germaninnen interessieren mich. Aber was soll denn der Brite kosten? Ich mache euch ein Angebot. 23.000 Sesterzen für meinen Schatz. 22.000. Abgemacht. Weil ihr mein bester Kunde seid. Super. Aber ich möchte noch eine neue Sklavin für die Colina. Schaut euch die zwei Germaninnen an. Nehmt die Blondere, lasst ihre Haare wachsen und macht euch davon eine Perücke. Sie kann ja auch gut kochen und gehorcht sehr gut. Ich mache euch ein Angebot. Für 5.000 Sesterzen gehört sie euch. Das ist aber ein Angebot. Die nehme ich. Na gut. Dann sagt euren Spruch auf. Ich erkläre hiermit, dass diese Sklaven nach dem Recht der Kiriten mit diesem Stück Kupfer und dieser bronzenen Waage mir gehört. Nun denn? Valete! Salve, Mercator! Okay. Also ich bräuchte einen Sklaven, der mir bei der Arbeit hilft. Und meine Frau sucht einen, der in der Küche aushelfen will. Salve, Senator. Salve. Salve. Ich bin der Mercator. Oh. Du bist der Senator. Venite. Venite. Kurze Frage, warum hat Uwe eine Maske auf und Ladina nicht?